Hallo und herzlich willkommen zum Video Titration einer schwachen Säure mit einer starken Base. Ich habe heute für euch das Beispiel mitgebracht und zwar Essigsäure soll mit Natronlauge titriert werden. Ihr findet hier die Reaktionsgleichung und alle Angaben bezüglich der Konzentration und des Volumens. Das könnte ein typisches Prüfungsbeispiel sein und wir werden uns mal angucken, was hier alles zu tun ist. Sehen wir uns mal den Punkt A an. Hier sollen wir den pH-Wert der Essigsäure zu Beginn der Titration berechnen und dann bei B, da folgt dann die eigentliche Titration, werden nacheinander folgende Volumina hinzugefügt. 25 ml Natronlauge, dann wieder 25 ml Natronlauge und zum Schluss 1 ml Natronlauge. Wir sollen die pH-Werte berechnen und bei diesen soll uns etwas auffallen und was das genau jetzt ist und wie man die Berechnungen anstellt, das zeige ich euch jetzt. So, starten wir nun mal mit dem A-Teil und zwar die Berechnung des pH-Wertes zu Beginn der Titration. Ich werde jetzt mal gleich auch ein bisschen was vorwegnehmen und ein bisschen spoilern. Wir haben hier die fertige Titrationskurve und wir sollen als Anfangs-pH-Wert 2,87 herausbekommen, das habe ich hier unterstrichen. Das ist genau dieser Punkt hier bei der Titrationskurve. Das heißt, wir haben noch keinen einzigen Milliliter Natronlauge hinzugegeben. Das heißt, wir haben die Essigsäure einfach in unserem Erlenmeyer-Kolben oder in welchem Gefäß auch immer vorliegen. So, wie berechnen wir nun den pH-Wert? Und zwar handelt es sich bei der Essigsäure um eine schwache bis mittelstarke Säure. Das heißt, wir können nicht einfach den negativen dekadischen Logarithmus ziehen, so wie beispielsweise bei Salzsäure. Wir benötigen die Formel zur Berechnung des pH-Wertes für schwache Säuren. Diese lautet wie folgt, und zwar 1,5 mal, Klammer auf, pKs minus dem Logarithmus der Konzentration der H+ oder H3O+ Ionen. Und nun müssen wir einfach nur noch mehr unsere Werte einsetzen. Und zwar 1,5 mal der pKs-Wert der Essigsäure beträgt 4,74, wird eingesetzt, minus dem Logarithmus, welche Konzentration haben wir? Wir haben 0,1 Mol pro Liter, das setzen wir hier ein. Ups, Mol pro Liter, vergessen. So, Klammer zu. Und das ergibt uns, wenn wir das in den Taschenrechner einsetzen, einen pH-Wert von 2,87. Damit hätten wir nun den A-Teil der Aufgabe gelöst. Starten wir nun mit dem B-Teil. Wir werden 25 ml Natronlauge hinzufügen. Doch bevor wir das tun, werfen wir noch einmal einen Blick auf die Titrationskurve und da nehme ich gleich mal zwei Dinge vorweg. Und zwar habe ich hier zwei Werte rot markiert, die 2,87. Das ist der pH-Wert zu Beginn der Titration. Wir hatten noch keine Natronlauge hinzugefügt. Und dann haben wir hier noch 8,72. Das wird der Äquivalenzpunkt sein. Das ist jener Punkt, wo die Essigsäure dann vollständig in eine Natriumacetatlösung umgesetzt worden ist. So, warum tue ich das? Denn dieser Bereich hier zwischen diesen beiden pH-Werten, sobald wir auch jetzt nur einen Milliliter oder sogar weniger Natronlauge hinzufügen, hier haben wir es dann mit einer Pufferlösung zu tun, die wir mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung berechnen werden. So kommen wir dann auf unsere pH-Werte in diesem Intervall hier. Ganz wichtig ist, und das gilt sowohl für die Titration einer starken Säure als auch einer schwachen Säure, dass die Stoffmenge der jeweiligen Säure während der Titration abnimmt. Warum ist das so? Das ist ja ganz logisch, denn Säuren und Basen reagieren ja miteinander und wir erhalten das hier auf der Produktseite. Und die Stoffmenge der Essigsäure wird immer weniger und die Stoffmenge des Natriumacetats, also der Natriumacetatlösung, wird immer mehr werden. Das bedeutet, dass wir uns jetzt die Stoffmengen der Natronlauge und der Essigsäure berechnen müssen. Gucken wir uns mal zunächst die Essigsäure an. Hier habt ihr alle Angaben. Wir haben eine Konzentration von 0,1 Mol pro Liter und ein Anfangsvolumen von 50 Milliliter. Das ist umgerechnet 0,05 Liter. Ganz wichtig, wir müssen Volumina immer in Litern angeben. Wie kriege ich jetzt die Stoffmenge? Und zwar über die Formel C ist gleich N durch V, sprich Konzentration ist gleich Stoffmenge geteilt durch Volumen. Diese werde ich jetzt mal gleich umformen und zwar in N ist gleich C mal V.
Dann einfach nur die Werte einsetzen. Das bedeutet, N ist gleich die 0,1 Mol pro Liter mal 0,05 Liter. Und wir erhalten eine Stoffmenge für die Essigsäure von 0,005 Mol. Die Liter kürzen sich hier heraus. Dasselbe Spielchen machen wir nun bei der Natronlauge. Selbe Formel. N ist gleich C mal V. Werte einsetzen. 0,1 Mol pro Liter mal 25 Milliliter. Das sind 0,025 Liter. Und wir erhalten eine Stoffmenge von 0,0025 Mol. So, das ist die Stoffmenge der Natronlauge, das ist die Stoffmenge der Essigsäure. Und nun müssen wir eine Subtraktion anstellen. Und zwar, wir benötigen jetzt eine neue Stoffmenge für die Essigsäure. Ich nenne es jetzt mal N neu ist gleich. Wir nehmen diesen Wert und ziehen diesen Wert hier ab. Und wir erhalten eine neue Stoffmenge von 0,0025 Mol. Das werden wir jetzt mal folgendermaßen markieren, damit wir hier den Überblick nicht verlieren. Das ist nun die neue Stoffmenge der Essigsäure. Essigsäure neu. Und diese Stoffmenge der Natronlauge, die wir hier eingesetzt haben. Natronlauge ist ja jetzt nicht vorhanden. Es hat ja reagiert mit der Essigsäure. Und hier haben wir hier praktisch die neue Stoffmenge fürs Acetat. Und das sind ebenfalls hier 0,025 Mol. So, das heißt, die Natronlauge wurde in Verbindung mit der Essigsäure zum Acetat. Und nun müssen wir mit diesen beiden Werten einfach nur mehr mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung arbeiten. Ich habe mich für folgende Form entschieden. Ich gebe das mal ein bisschen hoch. Und zwar, es gibt hier zwei Formen der Henderson-Hasselbalch-Gleichung. Ich nehme diese hier minus dem Log von Säure geteilt durch die Base. Wenn wir das Ganze mit positiven Vorzeichen haben, dann werden hier nur Zähler und Nenner vertauscht, aber ich mache das jetzt nur auf eine Art und Weise. Gut, naja, dann müssen wir eigentlich nur noch mehr unsere Werte einsetzen. PKS-Wert der Essigsäure beträgt 4,74 minus dem Logarithmus, dem dekadischen von. So, wir rechnen hier in diesem Fall mit den Stoffmengen. Ich rechne das jetzt nicht in die Konzentration um, das wäre jetzt zu langwierig. So, welche Stoffmenge setze ich jetzt für die Säure ein? Und zwar die neue Stoffmenge, das sind die 0,0025 Mol. Und was haben wir jetzt an Acetat? Das sind die 0,0025 Mol. Um hier die Klammer zu. Das sind dann 4,74 minus dem Logarithmus von, wenn wir das ausrechnen, von 1. Der Logarithmus von 1 ist 0. Das heißt, wir haben 4,74 minus 0 ist gleich 4,74. Das ist jetzt unser pH-Wert. Und was
sollte hier jetzt auffallen, und zwar bei der Zugabe von 25 ml Natronlauge erhalten wir einen pH-Wert, der zugleich dem pKs-Wert entspricht. Und wir haben hier in unserer Kurve 4,74 ist hier den sogenannten Pufferpunkt erreicht.